Hi, willkommen zu einer neuen Folge Track to Yomi. Wir sind in Chapter 4. Wir wurden in der letzten Folge besiegt. Ich hoffe, man hört mich. Nicht, dass wir wieder einen Tonfail haben. Und wir folgen unserer Frau. Oder jedenfalls, dass sie aussieht wie unsere Frau. Neuer Sammelgegenstand. Ich habe noch nichts verpasst. Sehr schön. Munition. Was war das? Ausdauer erhöht. Vielleicht finden wir noch was für unser Leben. Komme ich hier nicht weiter? Es sieht so aus, als ob man nach rechts laufen könnte, aber irgendwie will er nicht. Okay. Dann müssen wir in die andere Richtung. Zum Glück habe ich diesen Save-Punkt letztes Mal aktiviert, bevor ich hier oben hingegangen bin. Weil da ist was sehr, sehr Fieses. Und zwar ein Point of No Return. Was? Mich? Ach so. Das sind diese komischen Horrorviecher. Ja, wir sind nicht mehr in einem Samurai-Spiel, Leute. Wir spielen ein Horror-Spiel. Wenn man dem Setting hier glauben mag. Kommt der auch noch da runter? Nein. Mann! Ich hab noch ein Leben. Jetzt werde ich hier sterben. Mann, ich bin schnell genug durchgekommen. Und hier ist ein Save-Punkt. Oh, Gott sei Dank. Bushidato. Kokuni? Sessani wa gesenu. Ikani shite kono yona. わかっておる。わしらも皆道を無くした。なんと。村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む。何が起きたのじゃ。進むのじゃ、武士よ。望みを捨てるでない。オッケー。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが。 お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られたみ。二度はない賊よ。頼む。拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物。貴様はすべてを奪った。拙者のうち同志誇りまでも。お主は思い違えて。今よくわかった。貴様の忍びが Die sind hier alle extrem verbittert. Alle wollen mich tot sehen. Also, dass ich tot bin, kann ja nicht sein, aber das. Ich kriege mehr und mehr das Gefühl, dass ich hier in einer Art Unterwelt bin oder was weiß ich. Ah! Neuer Sammelgegenstand. Und hier ist eine Sackgasse. Können wir gerade mal gucken. Ja, ich habe noch nichts verpasst. Ah! Ich darf hier nicht still stehen bleiben, ansonsten erwischen mich diese komischen Handdinger. Okay, jetzt ist die Frage, wo ich lang muss. Hä? Da hat was gefunkelt. Munition. Weg, 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 weg. Sollte ich hier runter? Das sieht extrem um. Oh! Natürlich sollte ich hier runter. Gesundheit erhöht. Das hat sich, der Abstecher hat sich gelohnt. Das sieht irgendwie wie Ameisen aus. Riesige Ameisen, um genau zu sein. Weg von der Ameise. Sessha wa mae e susumaneba naru. Nani ga arou tomo.
Ja, ich muss hier schnell weg. Das ist eine gute Idee. Okay, da links wird was sein, ne? Neuer Sammelgegenstand. Hier sind ein paar Munition-Dinger. Ja, wir nähern uns sonst an den Ende, ne? Ich hab... Ja, drei Sammelgegenstände fehlen noch. Der hat mir einen Headbutt gegeben! Kommt noch mehr? Erstmal nicht, ne? Okay, Save-Punkt. Ich bin ja nicht der größte Horrorspiel-Fan und die Atmosphäre hier lässt mich auch sehr schreckhaft werden. Also ich bin froh, wenn wir dieses Kapitel zu Ende haben. Das normale Samurai-Setting sagt mir dann doch etwas mehr zu. Da oben funkelt es, okay. Ausdauer. Aber man findet hier viel Stuff, um seine Stats zu verbessern. Wir haben ja gerade eine Niederlage im dritten Kapitel hinter uns, denn können wir das gut gebrauchen. Der hat eine Knarre. Okay, Onutsu. Der Onutsu ist eine langsame, aber deine stärkste Feuerwaffe. Okay. Zeig mal her. Boom! Nicht schlecht. Wie schnell ist eigentlich der Bogen? Zack. Vielleicht sollte ich den mal öfter benutzen. Da ist noch was. Onutsu-Munition eingesammelt. Bum, 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 bum. Wie viele Dings fehlen mir denn noch? Artefakte, 3 Stück noch. Ich habe jetzt eine dicke Wumme. Ob das so clever ist, in die schwarze Rauchwolke reinzusegeln. それど、お主が切られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって、我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者は、まやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。 Also langsam habe ich das Gefühl, dass wir das hier träumen, weil wir halt schwer verletzt sind. Oder in Kapitel 3 schwer verletzt wurden.
Ja, eben habe ich gar nicht geblockt, das war sehr, sehr dumm. Jeder dieser Samurais braucht 4 Treffer. Na, jetzt will da einer was. Komm, jetzt nicht auf den letzten Drücker noch schwächeln. Ja, meine Ausdauer war fast alle, aber es hat noch gereicht. Ja, du träumst das, glaube ich, weil du schwer verwundet bist. Du hast ja in Kapitel 3 einen Kampf verloren und schwer verwundet. Wahrscheinlich. Anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Weil so ein Unterwelt-Setting, wie es, was weiß ich, God of War hat oder sowas, dass man plötzlich aufersteht, das kann ich mir hier bei diesem Samurai-Spiel eigentlich nicht vorstellen. Ah, scheiße, das ist einer mit der Knarre. Der muss weg. Ja, okay, den mit der Knarre habe ich nicht gesehen, deswegen habe ich zu viel Damage bekommen. So. Klappt doch gleich viel besser. Als ob der mich getroffen hat. Das Messer hat auch niemals so viel Reichweite. Funkelt da was? Nee, ich komme da gar nicht hin. Ein paar Gegenstände. Da funkelt was. Ah, es sind nur Munition. Keine Sammelgegenstände. So, jetzt ist die Frage, wo ich hin muss. Ich schätze mal rechts. Ich schätze, das hier ist optional. Okay. Okay, okay, okay. Oh, meine Schuriken wurden erhöht und meine Ausdauer auch. Kein Sammelgegenstand, okay. Aber Ausdauer nehme ich auch. Komme ich hier oben noch irgendwie lang? Nee. Kann man da oben hin? Auch nicht. Da kann man rein, ne? Oder? Nee. Alter. Willst du mich verarschen? Kann doch nicht sein. Oh, muss ich jetzt wieder nach links, um die Sachen einzusammeln? Oh, vor allem muss ich die Stelle hier nochmal machen. Ich habe den Stick losgelassen. Ey, der mit dem scheiß Headbutt, ey. Ich hab wieder nur 3 Leben. Okay, die sind alle weg. Jetzt kann ich links gucken, ob ich das Zeug nochmal neu einsammeln muss. Ich meine, es war nicht so.
Aber ich mach's vorsichtshalber. Nee. Zählt. Ich hoffe, ich kriege da gleich einen Save-Punkt, weil ich bin nicht mehr der Fitteste. Und ich habe hier zwei Passagen mit Gegnern jetzt schon hinter mir gebracht. Es wäre nur fair, da oben ist einer, okay. Oh, aufpassen, dass die Viecher mich nicht verletzen. Und da ist der Safe-Punkt. Okay, warte, geh mal runter, da funkelt was. Komme ich nicht lang. Aber... Nein, du sollst die Leiter nicht runter. Neuer Sammelgegenstand. Köcherkapazität erhöht. Kann ich da durch? Nein. Doch, kann ich doch. Ah, Mann! Der ist richtig assi versteckt. Und ihr mit euren scheiß Kopfnüssen. Fuck. Fuck! Ich hab's zu spät gesehen. Ich hab geblockt! Ich gehe jetzt erstmal erst hier unten lang. Okay. Ja, das ist da oben mit der Brücke, das war fies. Oh, Junge, oh, ihr mit euren scheiß Kopfnüssen. Die Brücke war fies, muss ich sagen. Also, da wirst du sofort hier unten in einen Hinterhalt geworfen. Von beiden Seiten angegriffen. Es sind vor allem zwei Schützen dabei. So. Alter. Du sollst die Leiter nicht runtergehen. Du sollst hier durch. Ah, da ist ein Schütze! Das habe ich vergessen. Das war knapp. Ich habe noch zwei Leben. Ja, Brücke schützt ein. Ah, jetzt habe ich alle Items. Jetzt muss ich da oben nicht mehr hin, falls ich sterben sollte. Dann haben wir jetzt mal wieder Zeit für einen Safe-Punkt, würde ich sagen. Okay. Ich möchte nicht weitergehen, um ehrlich zu sein. Bisschen mehr Munition für mich. Die erwarten mich anscheinend schon. Kann ich hier links auch lang? Ne, es sieht nicht so aus. Okay. Okay, auf die andere Seite mit uns. Da ist so ein dicker Tempel. Und ein Safe-Punkt, Gott sei Dank. Hier ist auch irgendwie was versteckt. Die Holzstapel laden dazu ein. Da ist was. Munition aber nur. Es fehlen noch zwei Sammelgegenstände. Ne, hier wird nicht geschossen. Und ich werde auch nicht eingekreist, meine Freunde.
könnt ihr euch abschminken. Das passiert nicht. Mhm. Oh, davon geht was. Hallo, wieso kann ich das nicht nehmen? So, Pfeile. Geh mal von der Leiter runter, falls hier unten irgendwo noch was ist. Wir sind alle komplett gaga hier. Können wir ganz oben hin? Da ist ein Safe-Raum, den aktiviere ich mal. Nehmen wir an, man muss hier raus. Hier wird aber irgendwie noch was versteckt sein. Da ist was. Ich kann mehr Schuriken nehmen. So, ich habe ein Feuer angemacht. Was bringt mir das? Die anderen Türme gehen auch an. Und nu? Was habe ich davon? Nichts anscheinend. So. Oder vielleicht mögen die Dämonen kein Licht. Vielleicht habe ich jetzt ein paar weniger an Hals. Ja, das war wohl nix. Oh oh. Hinter mir geht alles kaputt, schnell! Ja, ich habe keine Zeit mit denen herumzuspielen. Ich muss hier weg, die Brücke geht kaputt. Geht die Brücke immer noch weiter kaputt hinter mir? Oder ist das nur Geräuschkulisse? Jetzt wollte ich sagen, das ist ein Point of No Return, da haben sie recht. Aber wir haben es ja alles gefunden. Premiere. Vielleicht wird das die erste Mission, wo ich alle Sammelgegenstände bekomme. Einer fehlt noch. Nee, nee, nee. Es wird nicht geschossen. Ich muss auch sagen, mittlerweile habe ich das Kampfsystem auch verinnerlicht, also es klappt immer besser. Klar, manchmal passieren noch so ein paar dumme Tode. War das mit dem Blocken, also wann man blocken soll und wann man angreifen soll, das habe ich, denke ich, verinnerlicht. Es werden wahrscheinlich noch andere Gegner kommen, die anderes Timing erfordern, aber im Moment klappt es ganz okay, würde ich sagen. Kann ich hier runter? Nein. Da, na, da kann man auch nicht hin, ne? Ne, da steigt er nicht drauf. Okay. Es fehlt noch ein Sammelgegenstand. Oh oh. Wenn ich da rechts hinkonnte, dann flippe ich aus. Aber ich glaube es nicht. Munition. Was ist das? Da ist der letzte Sammelgegenstand, Leute! Ich hab alle! Da unten funkelt auch noch so aus, oder? Ne, ist nur eine Lichtspiegelung anscheinend. Ja, ja, bin ich halt unrein. Kann mich das eigentlich verletzen hier, was hier um mich herum schwirrt? Hm.
Will's gar nicht ausprobieren. Schnell weg hier. Oh nein, er schießt. Weg. Ja, sie ist nicht echt. Die lockt dich aber irgendwo hin, wo ich glaube ich nicht sein möchte. Okay, da wir alle Sammelgegenstände haben, denke ich mal, kommt hier das Finale des Chapters. Wahrscheinlich ein Boss. Aiko! Warte! Was zum Teufel? Hi? Ist der down, wenn ich das hier... Okay, das war einfacher als gedacht. Einfach schnell umhauen. Aiko, Sushi wa nani o shita no ja? Douka yurushite okure. Go jibun o semeru koto nado gozaimasenu. Anata sama wa seijak o mochi kudasaimashita. Watakushi wa それまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。Das heißt, sie ist tot. 拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど、拙者もここにおる。そなたのそばで、静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど、叶いませぬ。今しばし。あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければ、さらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで、斧が道をお選びくだされ。Okay, ich werde an deiner Seite stehen, andere brauchen mich, Kagoro muss bezahlen, das ist eines von drei Enden, ne? Ich habe das schon bei den Trophäen gesehen. Also das ist ein Rachepfad. Das ist ein Beschützerpfad. Ist das Spiel zu Ende, wenn ich das sage? Ich sag mal, andere brauchen mich. あなた様の命運は定まっておりませぬ。されど、私の道は断たれました。カゲロウが生きておる限り、罪のない者どもが命を落とし続けるであろう。我が命が尽き果てようとも守ると誓いを立てたのじゃ。アイコ、許してくれ。父上の教えは、少々過ぎたようでございます。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ。もしくは永遠に。Ich frag mich ja, wenn ich das erste ausgewählt hätte, ob man dann eine Abspann sieht und das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist ja kurz, die anderen Enden werde ich dann irgendwann für mich selber mal auch nochmal spielen.
ここがヨミか。死者の地。闇の夜。Ich hoffe, ich bin hier nicht zu lange. Neuer Sammelgegenstand. Das heißt, wir haben neue Missionen. Ja, okay, Leute. Der Horrorteil des Spiels ist anscheinend noch nicht vorbei. Wir sind in Yomi, also in der Unterwelt oder sowas ähnliches. Ja. Mal schauen, wie es hier in der nächsten Folge weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.